Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Reading. Es ist mittlerweile schon das 17. Ich beginne heute schon an dem Sonntag, dem 14. Mai. Denn hier hinten exportiert gerade das Weekly Reading Nummer 16, also von dieser Woche. Und da das etwas länger dauert, habe ich das heute fertig geschnitten, lade das heute schon hoch für morgen und beginne heute einfach schon mit dem neuen Weekly Reading. Ich denke, das ist auch in Ordnung so. Dann kommt nämlich auch ein bisschen mehr Material zustande. Und ja, genau. Ich gebe euch ein kleines Update zu Dark Love von Leah Habel. Ich bin da auf Seite 217, meine ich. Also es ist jetzt wirklich fast die Hälfte, wie man sieht. Ein bisschen fehlt noch. Aber ich denke, die Hälfte werde ich heute noch erreichen. Ja, was soll ich da großartig so sagen? Momentan ist es noch nicht ganz so meins. Es ist halt ein sehr, schon sehr, sehr Fantasy-lastiges Buch. Ich meine, es steht auch hier hinten drauf, dass es Fantasy ist, was ich beim Kauf allerdings nicht gelesen habe, wobei ich auch Fantasy-Bücher lese, also so ist es jetzt nicht. Aber das Buch ist halt nicht ganz so mein Fall. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, vielleicht ändert sich ja meine Meinung irgendwann im Laufe des Buches noch. Es ist jetzt nicht so, dass ich es unbedingt sehr schlecht finde, aber ich finde es auch nicht besonders gut. Wobei, das Ding ist halt auch, ich habe jetzt über 200 Seiten gelesen und es passiert halt einfach nichts, ja. Ich möchte euch jetzt auch nicht sagen, worum es geht, weil wenn ihr wisst, worum es geht, dann kennt ihr eigentlich auch die ganze Story schon. Also deswegen rate ich euch, lest hier hinten einfach nur den Buchrücken durch und nicht im Buch vorne die kleine Inhaltsangabe oder wie auch immer man das betiteln möchte. Denn wenn ihr das durchlest, versaut ihr euch das komplette Buch und wisst im Prinzip schon worum es geht. Du brauchst es auch eigentlich gar nicht mehr zu lesen. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Blöderweise ist es mir halt einfach zu Fantasy-mäßig. Ja, so viel dazu. Ich werde jetzt hier hinten gleich an meinem Laptop noch ein bisschen was für die Uni machen müssen, denn ich habe in 2 Wochen eine Abgabe und da muss ich noch einiges schreiben und recherchieren und planen, wie auch immer. Und außerdem muss ich mich dann noch um meinen Bachelorarbeit kümmern und um meinen Zwischenbericht kümmern, den ich für das Projekt abgeben muss. Ja, das steht so in den nächsten Wochen an, aber ich denke, das werdet ihr auch alles mitbekommen. Momentan, ich sitze gerade auf meinem Bett, wie ihr vielleicht seht hier hinten. Lasst euch von diesen Kuscheltieren hier auf dem Bett nicht stören, die sitzen da noch. Weil ich für die noch keinen anderen Platz gefunden habe. Und die habe ich alle, bis auf diesen Esel da hinten mit der dicken Schnauze, von meinem Freund geschenkt bekommen. Und deswegen möchte ich die halt auch gerne behalten. Und da es halt auch nur 3 Stück sind, ist es jetzt nicht so schlimm. Und die sitzen da halt immer auf meinem Bett, weil ich, wie gesagt, auch nicht weiß, wohin damit. Ja. Ja, hier seht ihr hinten noch ein bisschen Nascherei zur Stärkung und zur Motivation, wollte ich sagen. Aber das ist bei mir keine Motivation, denn ich mag Gummibärchen eigentlich gar nicht. Die liegen jetzt auch schon seit, also das sind diese Lachgummis, Frucht und Joghurt, die liegen hier auch schon seit meinem Geburtstag, also seit Anfang Dezember hier rum. Und die sind jetzt auch bestimmt schon so 2-3 Monate angebrochen, deswegen wollte ich die jetzt mal unbedingt aufessen, aber ich mag sie halt nicht so gern. Ich mag Gummibärchen nicht, deswegen dauert das bei mir immer relativ lange, so ein halbes Jahr ungefähr, bis die irgendwann mal leer sind. Und ich muss dazu sagen, die Tüte ist noch fast voll, also da fehlt wirklich noch gar nicht viel. Ja, so viel dazu. Ich weiß gar nicht, ich habe euch, glaube ich, im letzten Weekly Reading gefragt, ob ihr was zu meinem Bullet Journal wissen wollt. Wie das so aufgebaut ist momentan, da ich ja ein neues angefangen habe, da mein altes voll war. Und jetzt habe ich mich da eben neu organisiert und auch ein neues Setup und sowas gemacht. Da wollte ich fragen, ob ihr dazu gerne ein Video sehen möchtet. Wenn ja, schreibt mir das doch mal in die Kommentare, dann werde ich das demnächst abdrehen. Und wenn nicht, werde ich das wahrscheinlich trotzdem abdrehen, da diese Videos immer sehr gut ankommen. Und ich mich
auch für diese Videos interessieren. Deswegen werde ich das sehr wahrscheinlich trotzdem machen, auch wenn ihr es nicht sehen wollt. Aber es gibt immer jemanden, der es sehen möchte, deswegen. Ja, so viel dazu. Ja, wir haben jetzt Mitte Mai und ich habe bisher noch kein einziges Buch gelesen. Ich habe ein Buch bis zur Hälfte gelesen, aber naja. Man sollte ja meinen, bei BookTube geht es darum, so viele Bücher wie möglich zu lesen. Ich weiß nicht, wie das einige von euch empfinden. Also ich lese so viele Bücher, wie ich schaffe und wie ich mich motivieren kann und wie ich Lust dazu habe. Also ich zwinge mich auch nicht zum Lesen, wenn ich keine Lust zum Lesen habe oder keine Zeit zum Lesen habe, dann lese ich auch nicht. Und wenn ich nur ein Kapitel lese, dann lese ich halt eben auch nur ein Kapitel. Ja, also bei mir ist es halt immer noch so eine Freizeitbeschäftigung, da ich halt sehr viel noch freizeitmäßig eben mache, wenn ich so Freizeit eben habe, was man da so eben machen kann. Hauptsächlich lese ich halt eben abends oder morgens mal so Kapitel. Dabei kommt es halt natürlich auch darauf an, wie die Geschichte ist und wie lang die Kapitel sind. Hier sind halt eben die Kapitel immer so 20 Seiten lang und da lese ich dann maximal 2 bis 3 Kapitel und habe dann auch keine Lust mehr, weil mir das Buch eben nicht zusagt. Wenn ich jetzt aber auf dem Kindle zum Beispiel lese, was ich auch noch hier liegen habe, da lese ich generell einfach schon immer mehr, warum auch immer. Eigentlich bin ich ein Büchermensch, und also muss halt die Bücher in der Hand haben und kein Kindle. Komischerweise bin ich aber trotzdem mit dem Kindle immer schneller mit einem Buch fertig als mit einem Buchbuch. Ja, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ja, jetzt habe ich euch fast 7 Minuten voll gelabert und ich denke, viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht mehr zu erzählen. Ich warte jetzt noch, bis das Video fertig hochgeladen hat. Das hat noch 2%. Es zeigt mir an, noch 6 Minuten, dann wird es verarbeitet. Dann mache ich noch ein Thumbnail. Die Infobox habe ich in der Zeit schon fertig gemacht. Und dann werde ich noch meine Maiswaffeln mit Nutella essen. Da stehe ich momentan voll drauf. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Also schmeckt echt gut, irgendwie wie so Popcorn mit Schokolade halt eben. Ja, so viel dazu. Dann melde ich mich irgendwann im Laufe der Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Meine Lieben, ich komme ja momentan tatsächlich sehr oft zum Drehen eines neuen Vlog-Tags. Wir haben jetzt Montag, den 15. Mai um 11:45 und ich muss so in einer halben Stunde bis 40 Minuten los zur Uni fahren. Davor wollte ich euch aber noch ein kurzes Update zu Dark Love geben. Ich habe jetzt ungefähr bis zur Hälfte gelesen. Also es fehlen wirklich nur noch vielleicht 8 Seiten, dann habe ich genau die Hälfte erreicht. Da habe ich gestern 2 Kapitel, glaube ich, gelesen. Die waren jetzt auch ganz nett, ganz okay. Ja, ihr kennt ja meine Meinung zu dem Buch und jetzt weiß ich auch nicht, was ich euch dazu noch weiter erzählen soll, denn es gibt wirklich nicht viel mehr zu berichten. Oh, mein Arm wird so schwer. Ich drehe ich mal so rum, dann seht ihr vielleicht. Ja. Ich habe heute schon ein Video für euch gedreht. Das wird entweder diese oder nächste Woche, Donnerstag, dann online kommen. Ich habe auch, juckt's gerade. Ich habe auch letztens 4 Bücher bei Abel bestellt. Da möchte ich ein Unpacking dazu machen. Mal schauen, wann die Bücher online da sein werden. Dementsprechend kommt dann das Video diese Woche Donnerstag oder nächste Woche Donnerstag und je nachdem, wann dieses Video online kommt, kommt dann auch eben mein anderes Video online, was ich heute gedreht habe. Wundert euch nicht mit wegen dem ganzen Gerümpel hier hinten. Ja. So viel dazu. Ja. Viel mehr habe ich auch gar nicht zu berichten. Ich finde meine Frisur heute richtig cool. Das ist so ein Dutt mit, also ich habe einfach einen ganz normalen Zopf gemacht und dann Dutt rumgelegt und dann mit so Bobbypins festgesteckt. Und es hält echt gut bei mir, da ich echt, also ich habe jetzt nicht mehr so lange Haare. Dennoch sind sie echt schwer. Und deswegen habe ich das, ich habe es auch nie richtig hinbekommen, damit es hält. Aber jetzt hält es echt gut. Also ich kann damit auch Sport machen und es hält, ist bombenfest. Ja, mein Arm wird schwer, ihr merkt es vielleicht. Ja, jetzt werde ich noch
ein bisschen Supernatural gucken, beziehungsweise die Folge noch fertig gucken. Und dann kann ich auch bald los zur Uni fahren. Ja, zum Glück sind es nur 2,5 Stunden. Von daher geht es echt nur. Das Thema ist momentan. Also stellen wir es jetzt nicht besonders cool vor. Ich glaube, ich habe zu meinem Studium auch nicht so wirklich viel gesagt, aber ich studiere Cross Media Production Publishing. Sagt wahrscheinlich gar keinem Mensch irgendwas, aber das geht so in den journalistischen Bereich und dort dann halt in den Fachbereichen Film, Fotografie, Audio, Social Media, Marketing, Journalismus halt. Auch so ein bisschen Webdesign, Social Media und jetzt machen wir halt eben Webanimation. Also hört sich eigentlich schon cool an, aber der, ja, ich bin gespannt, was ich daraus machen kann, ob mir das gefällt und wie auch immer. Ich werde euch, wenn ich es nicht vergesse, updaten und erzählen, wie mein Unterricht heute war. Morgen habe ich das ebenfalls nochmal und dann diese Woche Freitag und nächste Woche Montag, soweit ich mich erinnere. Ja, jetzt werde ich gleich noch den Lippenstift abmachen und einen anderen drauf machen, der nicht ganz so auffällig ist. Aber zum Videodrehen mache ich gerne so einen Lippenstift drauf, da ich momentan auch am Aufbrauchen bin. Und ich habe einfach viel zu viele davon. Deswegen benutze ich die gerne zum Videodrehen. Ja, so viel dazu. Ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Tschüss. Hallo Freunde und herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Vlog-Tag. Ich bin echt regelmäßig dabei. Wir haben heute Dienstag, kurz nach 11:30. Ich muss so in ein bisschen mehr als 1,5 Stunden los zur Uni. Dann bin ich dort 2,5 Stunden und später geht es dann für mich noch ins Fitnessstudio, ein bisschen Sport machen. Ja. Ja, ich wollte euch berichten und zwar über dieses Buch. Ihr könnt es wahrscheinlich schon wieder nicht mehr hören, aber Leute, ich bin auf Seite 300. Das heißt, ich habe über die Hälfte gelesen. Also ihr könnt sehen, hier ist oben, also unten das kurz kleine Stück, da muss ich noch lesen. Da oben, das habe ich schon gelesen. Das heißt, ich habe nur noch knapp 200 Seiten. Wahrscheinlich werde ich gleich noch ein bisschen lesen, bis die Wäsche fertig ist. Dann werde ich die Wäsche aufhängen und eine nächste Maschine anstellen und meine Zeiten auch irgendwie vertreiben, bis die Maschine dann auffällig ist und ich los zur Uni fahren muss. Ja, also ich bin guter Dinge, dass ich dieses Buch auf jeden Fall diese Woche fertig habe und dann mit anderen Büchern loslegen kann. Ich weiß noch nicht genau, was ich danach lesen werde, aber ich glaube, ich nehme dann irgendwas Kurzes, sowas wie, ich habe, glaube ich, noch für mir für den Mai das Buch Rush of Love von Abby Klinn rausgesucht. Das ist so ein ganz dünnes und knapp 200, zwischen 200 und 300 Seiten, meine ich. Und halt eben auch eine Liebesgeschichte. Ich denke, jetzt habe ich ein Wissenschaftsroman gelesen und habe jetzt ein Fantasy-Buch gelesen. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen was wieder liebesmäßig lesen. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich dieses Buch als nächstes schnappen. Außerdem habe ich dann schon zwei Bücher für den Mai abgehakt. Ich bin ja nicht ganz dumm, ne? Ich möchte ja doch schon ein paar Bücher lesen. Und ja, wenn ich das Buch fertig habe, dann lese ich wahrscheinlich mein Rezi-Exemplar Coptown oder Crybaby. Ja, das entscheide ich dann spontan, kommt drauf an, worauf ich Lust habe und vielleicht lese ich auch einfach irgendwas anderes, ein E-Book oder sowas. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ja, jetzt wisst ihr, was ich heute noch tun werde, was ich heute schon getan habe. Und ich habe momentan extrem viele Pickel. Ich weiß nicht, wieso. Und das hier neben, falls ihr das schon in den Videos gesehen habt, das ist kein Pickel, das ist irgendwie, weiß ich nicht, was auf jeden Fall ist das kein Pickel, das habe ich schon etwas länger, das ist jetzt ein bisschen stärker geworden, aber naja, ich habe relativ viele Probleme mit meiner Haut, habe auch Neurodermitis, deswegen stört mich das ehrlich gesagt eigentlich gar nicht, ich nehme es halt so hin, was ändern kann ich eh nicht, von daher ist es so, wie es ist. Ich finde, so sollte eigentlich jeder drüber denken, man kann nicht an allem was ändern und die Haut ist nun mal die Haut und
Die macht halt komische Faxen und dann hat man sowas. Also ich habe auch hier habe ich einen Pickel. Ich habe auch hier unter dem Auge überall so kleine Grießkörner, seit ich 16 bin oder sowas. Und auch schon ein bisschen länger, weiß ich gar nicht so genau. Die habe ich halt auch, sieht auch nicht schön aus, aber es tut auch weh, wenn man die wegmacht. Also man kann zur Kosmetikerin gehen und die sich entfernen lassen mit einer Nadel halt eben. Aber dadurch, dass halt die Haut unterm Auge so extrem dünn ist, ist das halt schon ein bisschen gefährlich. Und außerdem, wenn dann die Nadel dabei geht und ich mal irgendwie zucke oder sowas und die Nadel dann vorbeigeht ins Auge, ist glaube ich auch nicht so geil. Dann lebe ich lieber mit diesen Grießkörnern da unten drunter als irgendwie einem Schaden am Auge. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, ich widme mich jetzt, glaube ich, einem Kapitel diesem Buch. Dann dürfte auch bald die Wäsche fertig sein und dann mal sehen, was ich mache. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Entweder melde ich mich heute wieder oder dann morgen. Bis dann. Tschüss. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogtag. Wir haben heute Mittwoch, den 17. Mai. Ich habe schon einiges getan, heute Wäsche gewaschen, aufgehängt bei diesem wunderschönen Wetter heute draußen. Deswegen bin ich heute auch im Top und in kurzer Hose. Ich werde mich gleich auf den Weg zum Pferd machen und dort mit ihm was Kleines machen. Nicht zu sehr, weil das mit dem Wetter, das kriegt er momentan, also in den letzten paar Jahren nicht mehr ganz so gut hin. Das dauert bei ihm ein kleines bisschen besser und sobald es warm wird, ist er auch nicht mehr ganz so konzentriert wie davor. Deswegen mache ich heute lieber irgendwas locker Leichtes, dass er sich trotzdem ein bisschen bewegt, ein bisschen seinen Kopf anstrengt, aber arbeite ihn nicht großartig. So viel dazu. Ich habe heute auch schon ein Video gedreht, zwei Videos geschnitten, ein Video hochgeladen und das zweite lädt gerade hoch. Morgen werdet ihr eins sehen. Kann ich euch schon mal verraten, was es ist? Und zwar werdet ihr das an Avel Unpacking sehen. Ja, weil ihr seht das Video ja erst die Woche drauf, den Montag. Ja. Kurzer Hänger gehabt. Ich wollte euch von dem Lesestand dieses Buches berichten. Ich gehe euch damit wahrscheinlich immer noch auf den Nerven. Aber Leute, es hat bald sein Ende. Ich zeige euch, wie weit ich bin. Also unten das den großen Teil hier habe ich schon gelesen. Da oben, das muss ich noch lesen. Das sind jetzt noch knapp 100 Seiten, ein bisschen mehr. Ich bin auf Seite 391 und so um die 500 Seiten hat es. Also sind noch knapp 100 Seiten. Ich bin guter Dinge, dass ich das bis aller spätestens Freitag fertig gelesen habe. Am liebsten würde ich das ja schon heute oder morgen fertig gelesen haben, aber ich glaube, heute werde ich nicht mehr genügend Zeit dazu haben. Dafür habe ich heute aber auch schon gelesen, zwei Kapitel meine ich. Also eins habe ich auf jeden Fall gelesen, es können aber auch zwei gewesen sein. Ah ja, im Hintergrund seht ihr noch da. Die Bücher, die sind mit dem Avel-Unpacking gekommen. Also die werdet ihr dann von mir aus morgen sehen, von euch aus habt ihr es schon gesehen, wenn ihr meinen Kanal regelmäßig verfolgt. Ich muss kurz mal die Hand wechseln, weil es wird ein klein wenig schwer mit der Zeit. Ja, viel mehr habe ich auch gar nicht mehr zu berichten. Wie gesagt, bald hat das mit diesem Buch ein Ende und dann werde ich mir ein neues raussuchen. Wahrscheinlich wird das irgendwas Kürzeres sein, damit ich möchte ja auch ein bisschen schummeln, euch ein bisschen was im Lesemonat zeigen kann. Und wahrscheinlich werde ich noch ein E-Book lesen, weil ich mit denen komischerweise immer schneller fertig bin als mit diesen Büchern. Wobei mir dieses Buch halt auch von der Thematik her eigentlich, also ich finde es interessant, aber es sagt mir nicht zu hundertprozentig zu. Deswegen dauert das eben so lange, bis ich das gelesen habe. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon 2 Wochen dabei, dieses Buch zu lesen. Und so langsam kann es wirklich mal ein Ende haben. Ja, so viel dazu. Mehr kann ich euch momentan nicht berichten. Ich werde euch wieder sagen, wenn ich weitergelesen habe. Und hoffentlich kann ich euch bei dem nächsten Update sagen, dass ich fertig gelesen habe. Aber das sehen wir dann. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und genießt das Wetter. Ich hoffe, nächste Woche wird es auch so schön. Und dann sehen wir uns demnächst. Bis dann. Tschüss! Hello, meine Friends! Und ich habe euch was zu berichten. Und zwar etwas Tolles. Das wird euch sicherlich freuen. Und zwar geht es um
dieses Buch und wie ihr seht, es ist kein Lesezeichen drin. Denn ich habe dieses Buch heute Morgen ausgelesen. Ich hatte heute Morgen noch knapp 50 Seiten. Die habe ich dann heute Morgen schnell weggelesen, damit ich dieses Buch endlich beendet habe. Und ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Es hat sich auch nicht mehr verbessert im Laufe der letzten 100, 150 Seiten, die ich danach gelesen habe. Es ist einfach nicht mein Buch. Es ist, ja, es ist nicht mein Buch, es ist nicht mein Geschmack. Es ist mir zu Fantasy-mäßig und es ist mir auch einfach zu wenig passiert, um ehrlich zu sein. Ich werde auch jetzt nicht darauf eingehen, was da passiert ist, denn dann werde ich euch verraten, um was es geht. Und es ist eigentlich halt auch schon die Hauptgeschichte, wenn ich euch verrate, worum es geht. Aber ich kann euch so viel sagen, es ist nicht viel passiert und ich bin froh, dass es fertig ist. Und jetzt kann ich endlich ein neues Buch anfangen. Ich weiß noch nicht genau, welches ich anfangen werde, aber ich kann ja mal schauen. Ich stehe mal mit euch auf. Ich sitze gerade auf meinem Bett. Ich habe hier nämlich mein Hauptbücherregal. Und auf meinem Buch stand ja noch von Abby Glynn, Rush of Love, verführt. Und ich denke, das ist so ein ganz dünnes Buch. Das werde ich als nächstes lesen. Ich muss euch mal so drehen, weil hier hängt nämlich ein Bild von mir und meinem Freund. Und ja, mich kennt ihr ja, aber mein Freund eben nicht. Deswegen, wenn man das gesehen hat, werde ich das dann wahrscheinlich nicht verpixeln, genauso wie dort. Ich habe merke, das ist vielleicht nicht so eine gute Position. Ich gehe mal ein Stückchen runter. So, entschuldigt für das Hin und Her, aber es ist ein bisschen kompliziert gerade. Also, ich denke, ich werde dieses Buch lesen. Dann habe ich das auch, habe ich auch ein zweites Buch vor dem Mai gelesen. Und mal sehen, welchem Buch ich mich danach widme. Vielleicht Crybaby, weil das ist ja auch ein relativ dünnes und Gillian Flynn soll ja immer relativ gut schreiben. Deswegen denke ich, das wäre eigentlich eine ganz gute Wahl. Was ich letztendlich mache, werdet ihr dann sehen. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall mein nächstes Buch. Und ich werde mich sehr wahrscheinlich bald noch in die Sonne setzen und ein bisschen lesen, nachdem ich was für die Uni gemacht habe, weil das muss ich auch unbedingt tun. Und dann werde ich euch auch berichten, was ich lese, wie ich vorankomme und wie ich es finde. Und vielleicht schaffe ich es ja heute mal ein bisschen euch in meinem Alltag mitzunehmen, nicht immer nur so ein kleines Leseupdate zu geben. Ich glaube, das ist auf Dauer ein bisschen langweilig. Ich will euch einfach mal so ein bisschen mehr in meinem Alltag mitnehmen, so ein bisschen wie so Follow Me Around mäßig halt eben. Ja, mal sehen, wie lang dann das Video am Ende der Woche ist, da ich ja jetzt auch von Sonntag angefilmt habe und nicht erst ab Montag, ist da ja schon ein bisschen mehr dabei. Ja, ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob man das kennt, gestern gute Farbe abbekommen, was man in der Kamera, glaube ich, gar nicht so gut erkennt, aber meine Schultern sind auch echt rot, die sind auch echt warm, wo ich gar nicht so lange in der Sonne war. Also ich war, ja, das ist vielleicht nicht ganz so schlau gewesen. Ich war so eine halbe Stunde beim Pferd und auch eigentlich sehr viel im Schatten, aber ja, trotzdem sind meine Schultern ein bisschen rot. Okay, dann soll es das für jetzt gewesen sein und ich nehme euch bei meinem Tag mit und werde euch sehen lassen, was ich heute so machen werde, falls es irgendwas Sehenswertes gibt und falls ich das öfter machen soll, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Dann werde ich das auch machen und eure Wünsche beherzigen. Falls ihr übrigens auch noch Videowünsche habt, dann schreibt mir die einfach in die Kommentare, dann kann ich die auch eventuell, je nach wie auch immer, erfüllen und kann euch somit auch eine Freude bereiten, weil mein Kanal ist ja auch irgendwie euer Kanal, weil ihr müsst ja das gerne schauen, was ich produziere. Und wenn ich das auch noch gerne produziere, ist es für uns beide ja gut. Und ich denke, es gibt noch so ein paar Bücher, Videos, die ich abdrehen könnte. Aber wie gesagt, falls ihr auch noch, Bullet Journal mache ich ja auch noch, falls ihr dazu irgendwelche Wünsche habt, treibt mir das einfach in die Kommentare, dann werde ich euch die Wünsche erfüllen. Und dann sehen wir uns im Laufe des Tages oder morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogtag. Wir haben heute Freitag, kurz nach 4. Bin jetzt von der Uni nach Hause gekommen und ich habe ja gestern Dark Love fertig gelesen und ich habe gestern auch ein neues Buch angefangen und auch schon fertig gelesen, weil es nur so um die 234 Seiten hatte, glaube ich. Es handelt sich um Rush of Love, verführt. Und ja, es ist
wirklich nicht dick. Das habe ich gestern in einem Rutsch durchgelesen und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es war mal wieder so eine typische New Adult Geschichte, aber es war für zwischendrin, gerade nach Dark Love, mal wieder was ganz Nettes. Die Geschichte hat mir an sich auch sehr gut gefallen. Ich mochte auch die Protagonistin Blair sehr gerne. Rush fand ich teilweise ein bisschen komisch. Und ich werde mir auf jeden Fall die nächsten zwei Bände, ich meine, das sind zwei Bände noch, die es gibt, auch noch irgendwie zulegen oder zumindest irgendwie lesen. Denn ich will wissen, wie es hier mit Blair und Rush weitergeht und mit ihrem Ex-Freund Kane auch. Ja, weil das erste Kapitel vom zweiten Band habe ich schon gelesen, es ist hier hinten nämlich mit drinne und es hat sehr spannend geendet und ich möchte wissen, wie es weitergeht. Deswegen möchte ich das unbedingt lesen. Ich denke, heute komme ich nicht mehr zum Lesen. Ich weiß auch noch nicht genau, welches Buch ich als nächstes lesen werde. Das entscheide ich, denke ich, immer ganz spontan, aber ich glaube, ich werde jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die letzten Tage von Rabbit Hayes, glaube ich, lesen. Ich glaube, da habe ich eigentlich mal, habe ich Lust drauf und irgendwie macht mich die Geschichte so neugierig. Möchte ich sehr gerne lesen. Ja, das war es schon von mir. Mehr habe ich gar nicht zum Berichten. Wie gesagt, ich war bei der Uni. Jetzt bin ich nach Hause gekommen. Es regnet aus Eimern, Leute. Ich sag's euch, das ist echt heftig. Meine Hose war komplett nass. Ich glaube, vielleicht sind 5 und 10 Minuten nur bis zur, also von der Uni zum Auto. Und ich war klatschnass. Es war echt ekelhaft. Jetzt bin ich auf jeden Fall zu Hause. Jetzt werde ich mich wahrscheinlich auch demnächst umziehen und ins Fitnesstraining laufen. Fahren meine ich nicht laufen. Fahren mit meinem Freund zusammen. Dann werde ich ein bisschen Sport machen. Und ich denke morgen oder Sonntag, je nachdem, wie ich es schaffe und was ich alles so lese und wie auch immer, werdet ihr dann in den nächsten Tagen sehen. Morgen und übermorgen sehen, also am Wochenende sehen. Und dann werde ich mich auf jeden Fall wieder melden. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, auch wenn wir uns diese Woche wahrscheinlich nochmal sehen. Aber trotzdem wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.